Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio 2 allein mit Bob. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern es heißt ja 2 allein und da rennt die Tondi gerade vor mir weg. Ja, so. Hallo. Genau, ich laufe gerade weg, um jetzt Öfen zu craften. Ja. Wir haben uns ja so einen Plan gemacht, was wir jetzt so machen wollen. Wir haben voll den Plan, das ist unglaublich. Genau, wo ist denn eigentlich der Ruheport? Den brauche ich mal. Hast du den noch? Ja. Wo stehst denn du? Da, wo ich vor dir weggelaufen bin. Okay, bleib mal stehen. Da. Mit Robotern? Oder sind die noch in der Kiste? Warte. Danke, super. Ja, und zwar werde ich nämlich neue Schmelzen, zumindest für Eisen und Kupfer bauen. Und die werden wir runterbauen, haben wir beschlossen. Mhm. Ja. Damit wir den Trödel da oben mal ein bisschen auflösen können. Das heißt, es wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht allzu spannend, alles Sachen, das ihr schon mal gesehen habt, aber muss nun mal gemacht werden. Und dementsprechend nehme ich jetzt nämlich erstmal einen Roboport und sorge für Holz. Ja, ich werde jetzt hingehen und ich schmeiße erstmal gerade die Forschung an, weil wir haben nämlich noch nichts in der Forschung und deswegen können wir ja mal irgendwas reinschmeißen. Machen wir doch mal einfach, was nehmen wir? Wir hatten ja jetzt letztens Aluminium gemacht, damit wir die besseren Teile da bekommen, ne? Die besseren Roboport-Bauteile, wo ich mich ja jetzt mit befassen möchte. Und ich, ist die Frage, was wir jetzt machen. Ich bin echt gewillt. Was nehmen wir denn da? Ja, im Zweifel forschen irgendwas Militär, wenn wir nichts haben, was wir im Moment weiter forschen müssen. Ich guck mal gerade militärmäßig. Was ist denn das nächste Military eigentlich? Ich glaube, wir haben alle, ne? Ja, wir haben alle Militaries auf jeden Fall. Das sind jetzt nur noch speziellere. Dann machen wir mal die Splittergranate. Hast du die mal benutzt? Nee, die Splittergranate habe ich noch gar nicht benutzt, tatsächlich. Ich habe sie jetzt tatsächlich mal ausprobiert. In einem privaten Speicherstand so. Hab mal rumprobiert und habe gedacht, ja, schon ziemlich nice. Ja? Muss ich sagen. Cool. Also fand ich echt cool. Splittergranate ist sehr cool, weil du schmeißt halt eine Granate, die explodiert und drumherum explodiert dann nochmal was. Also damit kannst du halt, wenn du die in den Wald wirfst, ist der Wald weg. Okay, geil. Ja, ist schon ziemlich cool. Splittergranate ist echt interessant. Und man kann ja auch noch die Schadensupgrades machen. Das finde ich ja auch sehr geil. So. Okay, na, dann machen wir die mal ausprobieren. Wo so, ist denn hier das blöde Holz? Machen wir jetzt als allererstes mal die Logistikbereichserweiterung. Und zwar direkt auf Mark 2. Ah. Machen wir direkt auf Mark 2, würde ich sagen. Gar nicht erst mit Mark 1 anfangen. Oder wir machen auch ein paar Mark 1er. Ich leg da einfach einen Stack von auf Halde, ist auch egal. Stahlträger, Hangar, Antennenfeld. Wunderbar. Dann machen wir erstmal hier ein Hangar, Antennenfeld. Das da. Das ist Stahlträger, Kupferkabel, erweiterte Schaltung. Okay. Wie oft macht er das denn? Okay, sehr schnell, alles klar. Kupferkabel ist doch jetzt hier. Da ist mir ein See im Weg. So, und ich brauche jetzt noch Stahlträger und erweiterte Schaltung. Das bedeutet, ich schmeiße mal... Ach du Scheiße. Hier schmeißen wir mal Kupferkabel rein. Wie ist denn das hier alles? Das sind ja alles kaputte. Ich habe nur kaputte Fließbänder im Inventar. Das ist ziemlich ungünstig, würde ich sagen. Ja, das sind alles die gelben Fließbänder, die wir ja nicht mehr benutzen. Nein, ich benutze die gerade. Ich war auch am Überlegen, ob ich die jetzt benutze, aber ich glaube, ich tue die oben in die Kiste rein. Ja, du kannst ja einfach in eine Lagerkiste, die werden dann ja aufgebraucht. Ja, ich hab die. Ich bin ja sowieso gerade da in der Nähe. Ich bin ja eh gerade da in der Nähe. Ich werde nämlich auch gleich mir noch ein paar holen müssen. Rote, weil ich glaube, für die Schmieden nehme ich denn schon rote. So, hier haben wir das. Und hier legen wir dann den Stahl an. Dann kommt das Zeugs hier raus. Wunderbar. Und dieses Antennenfeld, wofür benutzen wir das denn eigentlich noch? Brauchen wir das für den Roboterhangar? Ja. Brauchen wir das für die Kiste?
Ja. Okay. Das heißt, da gibt es theoretisch drei Uses für. Ah, ich muss sowieso die Mark 1 auch erstellen, sehe ich gerade. Nur für die Ladeunterlagen nicht. Doch, für die Ladeunterlagen auch. Okay, alles klar. Ja, dann muss das sowieso gemacht werden. Dann ist das okay. Kupfer, 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 Kupfer. Stellen wir nirgendwo gelbe Knickarm-Roboter her? Gelbe? Nö. Warum? Wozu? Wir haben doch blaue. Na, aber die gelben sind doch jetzt stromsparender als die blauen. Ja, das mag sein, aber müssen wir das denn? Aber die Frage ist, wo stellen wir blaue her? Hier ist die Kiste. Ah, gefunden. Alles klar, gut. Dann hat sich das ja geklärt. Und rote stellen wir auch nicht her. Die rote stellen wir nicht her. Oh, dann muss ich die alle um. Okay, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ich nehme dann halt nur blaue und stelle die alle um. So, die besseren Fließbänder kann man ja tatsächlich länger ziehen, aber das mache ich jetzt hier nicht. Weil sich das meiner Meinung nach hier an dem Punkt noch nicht lohnt, weil unser Bussystem da so perfekt drauf ausgelegt ist. Mit diesen Viererbändern. So, na dann, auf und geht's. Reparieren nochmal kurz. So. Das heißt, da kommt jetzt Kupfer rein. Hier sollte Stahl rein. Wo ist Stahl? Da ist Stahl. Hallo, Stahl. Möchtest du noch bestimmt? So, direkt gerade hier runter. Hier ist Stahl. Und dann kommen hier die Advanced Circuits hin. Die liegen hier auf diesem Belt. Okay. Sollte man vielleicht mal, so wäre vielleicht für mich auch mal gut, einfach so als Reminder, dass man in den Tooltip von den Untergrundfließbändern die maximale Länge reinschreibt. Hä? Ja, weil, also ich meine, in Bobsmods verändert sich das ja. Die besseren Fließbänder können längere Untergrundfließbänder haben. Ja. Und das steht halt nicht in den Tooltips drin. Fällt mir gerade mal so auf. Ah, Verbesserungsmöglichkeiten. Immer gut. So, dann schmeißen wir die nämlich hier raus und greifen hier das noch ab. Du hier, du arbeitest dann so, so. Ne? Der auch. Jetzt müssen wir das nur noch mit Strom versorgen und da habe ich natürlich keine Masten mehr da. Doch. Gut, also das funktioniert an sich sehr gut. Das heißt, die brauchen wir dafür, für die Kisten und für den Hangar selbst. Okay. Das heißt theoretisch für drei weitere Produktionsstätten. Das erste ist das hier, das ist ganz einfach. Huch, daneben. Achso, was war denn das bei mir? Shift... I oder so? Also nicht genau. Aufnahme, Position. Die Position zu ändern? Das weiß ich persönlich gerade auch nicht mehr. Ja, ich habe schon gefunden. Also bei mir war es, ich hatte es auf Steuerung E gesetzt. Boah, hier hinten ist ein See im Wege des Busses. Der muss weg. Ein kleiner aber nur. Aber siehst du übrigens, dass wir ganz hinten auf einen riesigen See treffen? Ganz links. Und ich sage dir jetzt schon, der Bus wird bis dahin gehen. So viel wie wir am Bus produzieren. Bauen wir durch. Das
So, dann bauen wir uns mal. Da war das Factorio so, ich hab's gehört. Wir haben's beide gemacht, ne? Wir haben's beide gemacht. Das großartige Factorio so, es ist wieder da. Eine Passive Provider Chest. So, ab jetzt wird's interessant, weil wir nämlich genau jetzt Logistikbereichserweiterungen produzieren. Ja, zwar nur Mark 1, also die sehr kleinen, die nur 30x30 und 60x60 machen, aber wir produzieren sie jetzt auf Tasche. Ich lasse da mal 2 Stacks von machen, dass wir da halt einfach von haben, weil gegebenenfalls werden wir die ja brauchen. Ne? Damit kann man halt zum Beispiel sehr schön ein dediziertes Logistiknetz für einen Bahnhof bauen. Weil die halt sehr klein sind. Was braucht ihr? Ihr braucht das. Gut. Das ist schon mal ganz schön. Jetzt haben wir die Bereichserweiterung. Was wollte ich denn als nächstes? Achso, ich weiß, was ihr noch braucht. Als nächstes bräuchten wir die Ladestation. Mhm. Oh, stehe ich im Weg? Die Ladestation. Das ist Stahlträger erweiterte Schaltung. Das ist ja einfach. Das ist ja sehr einfach sogar. Machen wir da mal hier. Ladungsunterlage. Prüfen. Dann hier Stahlträger und erweiterte Schaltung. Ja, ich muss mir jetzt mal ein bisschen Landfill klauen hinten. Ja, mal ja, da. Und es wird jetzt auch interessant, weil wir so langsam nämlich auch Advanced Circuits brauchen. Also die werden halt echt verbraucht in einer gewissen Geschwindigkeit. Und das liegt hauptsächlich, also dass wir die nicht schnell genug produzieren, liegt hauptsächlich daran, dass Transistoren zu langsam kommen. Nein, Transistoren sind voll, sondern dass diese Platinen nicht schnell genug ankommen. Okay. Dann bauen wir das mal ein bisschen aus. Sehe ich jetzt halt gerade so, wo ich gerade hier mal in der Gegend bin. Kann man da ja mal ein bisschen ausbauen. Ja, ich bin da schon unterwegs. Ach so, ja, das bräuchten wir natürlich auch noch. Wir brauchen noch Öfen, da brauchen wir noch Stahl. Ups, so, nicht dran vorbeilaufen. Hier Rohre. Jetzt habe ich keine Rohre mehr. Was ist denn hier los, ey? Zack. Tuck, tuck. Genau, es geht wieder los mit dem Piep, Piep. Ja, ja. Bin ja schon dabei. Das sind auch so Factorio-Geräusche, ne? Ja, ja, ja. Ah! Das macht einen wahnsinnig. Kann man nicht. Kann man den anderen Stack-Insert-Up machen? Ey, hier wird ein Scherz markiert. Naja, gut, die Frage ist, ob sich das lohnt. So, muss ich mir gerade mal eben die Seele aus dem Leib husten. Oha. Ja, ich habe irgendwie heute das große losgezogen und Husten gekriegt. Freue ich mich so überhaupt nicht drüber. Sehr schön, ja. Kann man halt so einfach gar nicht gebrauchen. So, wir produzieren auf jeden Fall jetzt in einer gewissen Geschwindigkeit diese Platinen. Woran hapert es denn hier? Eigentlich nur an der Geschwindigkeit der Maschinen, oh, okay. Oh, du müsstest mal. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Hör auf damit! Die sind schon wieder an der Circuit Production, das ist unfassbar, ey. Was wollen die denn immer da? Ich habe keine Ahnung, was die hier wollen.
Schweinebande. Auf jeden Fall machen die ja immer alles kaputt. Quack, quack, quack. Aber ja, ja, das ist noch alles echt, ihr. Der hat sich aber auch echt spät gemeldet, ne? Ja. Finde ich auch. So, wie hätten wir es denn ganz gerne? So. So, jetzt ist das schon mal zumindest sauber aufgeräumt hier. Das Ding hier ist noch so gut wie kaputt. So gut wie kaputt? Ja, fast komplett zerstört halt. Ganz knapp davor, das war noch im Rahmen, aber es war trotzdem schon krass. So. Ach so. Jetzt brauchen wir... Fehlt denn hier? Es fehlt immer noch an Kupfer, ey, das ist ja schlimm. Ja, Kupfer wird jetzt auch langsam zu einem Problem, definitiv. Ja, aber du bist ja dabei, die ersten Schmelzen zu bauen. Ah. Was für uns dann ja jetzt auch bald interessant ist, weil die besseren Schmelzen bedeuten ja auch, dass wir vernünftig dann herstellen können. Okay, da steht noch einer, wunderbar. Dann muss ich hier noch ein paar Sachen reparieren. Du möchtest repariert werden. Ah. Du auch. Du möchtest gerne repariert werden. Der da auch. Wunderbar. Fehlen noch zwei Fließbänder. Und hier fehlt ein Assembler. Also ich mache jetzt erstmal zwei Eisen. Mhm, und dann zwei Kupfer, ne? Würde ich sagen. Auch wenn wahrscheinlich das Kupfererz das momentan Kupfer. Nicht hergibt. Ja, lasse ich erstmal. Ja, mache erstmal eine da, weil wir haben ja an dem Kohle 1 Vorkommen. Da könnte man ja ein zweites Gleis dran bringen, dass der dann da auch Kupfer rausbringt. Ne? Da ist ja ein riesen Kupferfeld. Und da ist halt auch ein Bauxitfeld, was mich halt auch noch interessiert, weil Bauxit brauchen wir demnächst ja auch. Du hast hinten, glaube ich, irgendwo Türme hergestellt, ne? Ja, ja. Gut. Ich forsche einfach mal irgendwas, ja? Guck mal, was ich forsche. Lasergewehr. Klingt gut, ne? Voll sexy. Ich finde, das klingt auch sehr, sehr genial. Wo sind denn die Türme? Bin ich blind? Da. Die sind relativ weit hinten. Die sind ganz hinten. Tatsächlich. Wirklich ganz hinten. Im Moment oberhalb des Busses, letzte Fabrik. In die Türme. Okay. Irgendwo hier produzieren wir ja, glaube ich, auch Munition. Kann ich davon noch ein paar Auftasche herstellen, bitte? Ja, dankeschön. Oh, du brauchst Öfen. Na, wo kommt das denn her? Wo produzieren wir denn Munition? Auch hinten am Bus irgendwo. Ja? Mhm. Auch die bessere schon? Oder nur die normale? Auch die bessere. Die bessere stellen wir überhaupt. Die andere stellen wir nur ganz, ganz vorne. Okay. Wo haben wir das denn gebaut? Ich bin gerade irgendwie... Das habe ich gebaut irgendwann mal. Na, da, wo ich auch das Schrot jetzt gebaut habe letztens. Ach da. Ja. Ich sehe es. Es ist alles mega verworren. Wir brauchen dringend Roboter, die uns das abnehmen. Ja, ja.
Auf jeden Fall. Lasergewehr, ey, das klingt so mega. Vor allen Dingen Lasergewehr-Munition, Lasergewehr-Schadensupgrade, Lasergewehr-Geschwindigkeitsupgrade. Das klingt schon alles ziemlich geil. Nur für die Munition musst du halt dann... also die haben halt verschiedene Farben und die Farben werden immer besser. Also die beste Munition ist tatsächlich die Diamant-Lasergewehr-Batterie. Macht halt 90 Schaden ein, so ein Schuss. Und Rubin ist das erste Tier, macht 60 Schaden. Das ist krass. Machen wir mal einfach alles, was wir bis dahin brauchen. Da können wir nochmal ein paar Lampen reinsetzen. Wo habe ich denn jetzt die Türme da? Ich wollte jetzt hier einfach mal ein paar Türme hinstellen. Awesome. So, ich würde aber ganz gerne eigentlich das Eisen erst irgendwo anschließen. Oder müssen wir eigentlich nur hier nach oben? Ich stell hier einfach jetzt mal random so ein paar Türme auf, dass wir hier ein bisschen Ruhe haben, wa? Dass wir einfach mal so ein paar Türme neben dem Bus stehen. Dass da zwar Türme in Betrieb gehen, aber halt nicht immer alles bei uns hochgeht hier. Das wäre ja mega nervig alles. So, und dann kann ich mich eigentlich auch so eine hübsche Produktion hier noch umrüsten. Habe ich da ein kleines Stückchen Band weg. Zack. Der Baum. Oh nein, was macht ihr denn da? Weiß ich nicht. Sachen. Machen Sachen und tun Dinge. Gut, ich brauchte Landfill. Deswegen bin ich eigentlich nach vorne gegangen. Daran soll es jetzt ja nun nicht scheitern. Haben wir ja alles da. Ja, ja, hast du vorhin auch gesagt. Nur dann wurden wir angegriffen, dann musste ich da alles neu bauen. Willkommen in der Welt von Factorio. Jetzt tu nicht so, als ob du das nicht kennst. Was? Ich tu doch nie so. Ja. Bitte. Nein, Quatsch. Ich fand's nur jetzt gerade einfach lustig, so das mal anzubringen. Sollen wir den da irgendwie einfach reinsplitten dann? Dass der sich 50-50-mäßig aufteilt, der eine Belt? Welcher Belt? Der von hier kommt. Den schalte ich gleich ab. Ich habe unten eine doppelte Produktion hingestellt. Den schalte ich gleich ab um. Okay, alles klar. Dann mach das so. Den wollten wir denn ja eh da oben raus haben. Von daher fliegt der denn da. Jo. Landfill wollte ich. Genau, da ist das Landfill. Nehmen wir mal 500 Landfill mit. Und ich habe ja sogar 100 Logistikroboter dabei. Krass. Ja, die hast du bestimmt irgendwo mal aufgelesen. Ja, die haben wir, glaube ich, einfach so mal mitgenommen. Also die hatte ich für unseren ersten Test da von dem Logistik-Dingsbums. Hab ich denn so gemacht. Oh, das ist ja, hier, das ist doch Handy. Was hast du ja jetzt gebaut? Das gucke ich mir gleich mal noch. Dass man das Rote so lange ziehen kann. Das kann man jetzt nämlich komplett über die ganz komplette Doppelschiene ziehen. Das ist praktisch. Oh ja, das sehe ich gerade. Das sieht ja sehr schön aus. Vor allen Dingen mit den blauen wird es noch krasser. Ja. Die werden halt noch länger. Und danach gibt es ja noch zwei Tiers. Die werden dann noch krasser. Nee, schön. Wir sind aber eigentlich gut in der Zeit. Ja, das ist wohl wahr. Nein. Was? alles gut. Ja, nee, wir sind gut in der Zeit. Du hast vollkommen recht. Dann, ich habe uns reingebracht, ne? Richtig. Dann bedanke ich mich herzlich dafür, dass ihr wie üblich dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.